Hallo zusammen, da ist nochmal Stimmung in der Bude. Das freut mich sehr, es ist ein bisschen Bewegung da. Und das war heute auch wieder ein sehr interessanter Tag, muss ich wirklich sagen. Ich habe das hier ein bisschen vorbereitet für den DAX. Was haben wir denn heute? Dann haben wir den 24. November und es ist 17:38 Uhr. Der Freund schließt bei 15.878. Der war aber während des Tages schon deutlich tiefer. Ja. Wir waren ja heute schon bei 15.741. Das heißt, ich lüge schamlos auf Xetra 15.740,60. So, fangen wir damit an. Ich habe hier eine Linie gezogen, die ich für sehr wichtig halte. Die liegt hier bei 15.697. Die kommt aus der Vergangenheit. Seit dem 1.6. haben wir die häufig gesehen und immer mal wieder, ich mache mal das Fadenkreuz raus, und immer mal wieder zum Ausbruch benutzt, als Widerstand, als Unterstützung. Also die hat ganz, ganz oft die Rolle gespielt. Hier auch wieder. Da auch. Und jetzt mache ich es näher ran, nur dass ihr wisst, woher das kommt. Und diese Linie ist wichtig. Ja? Wir haben heute, verbindet die sich mit dem unteren Bollinger Band. Das ist der Tageschart hier. Ja? Eine Kerze, ein Tag. Verbindet sich mit diesem unteren Bollinger Band. Wir haben hier noch ein Gap. Das ist das vom 29.10. Deswegen habe ich hier den Pfeil hingemacht. Also dieser ganze Bereich hier, und jetzt kann ich auch noch schick malen hier, dieser ganze Bereich hier zwischen 15.690 und 15.720 ist schon eine ganz gute Unterstützung. Die gefällt mir. Kommt nämlich noch eins hinzu. Machen wir gleich, bevor wir auf den Hammer gehen, den wir heute gemacht haben. Ich ziehe jetzt mal hier die Fibos ran und mache die mal blau, dass ihr sie besser seht und auch ein bisschen dicker. So. Da sind wir nämlich auch von dieser ganzen Bewegung hier, von den 14.000, ich runde leicht jetzt mal, 800 hoch bis zu 16.300, sind wir hier bei 15.721, ist das 38er Retracement von dieser ganzen Bewegung. Also es gibt ganz viele Gründe, warum diese Linie jetzt erstmal halten sollte. Gap, Horizontallinie, unteres Band, Fibonacci. So, und jetzt haben wir heute diesen Hammer gemacht. Das ist ein schöner Hammer. Wie gesagt, wir schließen bei 15.878, aber der hat sich so Nachmittag richtig schön kontinuierlich nach oben bewegt. Ist ein sehr, sehr schöner Hammer. Haben einige Aktien. Also ich bin nur gerade eben mal so durchgelaufen. Ein bisschen SAP zum Beispiel hat es auch. Bin ich mal gespannt, was morgen passiert. Und da fängt das Problem an. Morgen ist Turkey Thursday. Da ist nichts. Und oftmals machen die halt auch dann noch den Freitag zum verlängerten Wochenende. Ich habe diese Tage schon gesehen, da war ganz wilder Handel mit wenig Volumen, ganz wilde Ausschläge nach oben oder unten, große Handelsamplituden. Aber ich habe die auch schon gesehen, da sind die mit 50 Punkten rausgegangen, die Tage. Das wird ganz, ganz schwierig. Rein von der Technik, jetzt mal nicht wissen, dass wir morgen den Turkey Thursday haben, ist es für mich so, wir haben halt hier dieses Rounding Top gemacht. Das hatte ich am Wochenendchart auch gesagt. Das sieht eher nach ein paar Verkaufssignalen aus. Die wurden auch bestätigt. MACD. Stochastik, alles bestätigt und wir sind unter der 20-Tage-Linie. Also von daher ist das eine schöne Bewegung gewesen auf einen sehr guten und auch sehr wichtigen Support. Jetzt müssen wir nur gucken, wie weit der nach oben weg bounced. Da hätte ich als erstes die 20-Tage-Linie 16.028. Das werden wir gleich im 4-Stunden-Chart auch nochmal sehen. Da liegt schon ein bisschen Widerstand. Gehen wir doch gleich mal rein. Das macht vielleicht mehr Sinn. Hier ist jetzt 4 Stunden. So, ihr habt jetzt also alle Punkte, die wir eben gesehen haben, seht ihr hier nochmal. Und da fällt mir auf 4-Stunden-Basis auf, dass die Bänder sind aufgegangen und das obere, der Bewegung entgegengesetzte Band, ändert die Richtung. Das heißt für mich, dass dieser Impuls auch fertig ist. Es ist ein erneut positiver Aspekt, kurzfristig für den Markt. 16.028, wo die 20-Tage-Linie ist, da sind wir hier. Das war dann heute so in etwa das Hoch. Da waren wir gestern noch mal dran. Mit der Linie spielen wir auch so ein bisschen hier. 16.030. Das wäre jetzt mal die Möglichkeit. Das sind immerhin noch 150 Punkte, was wir machen könnten. Wie gesagt, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir eine wahnsinnige Bewegung haben werden in den nächsten 2 Tagen. Ja, ich glaube es einfach nicht. Aber wir werden sehen. Ich bin da auch schon Lügen gestraft worden. Vom 4 Stunden weiter her. Die Technik hat sich komplett abgebaut. Die, was am letzte Woche noch recht hoch war, komplett abgebaut, ist tief, hat aber noch keinen echten Stabilisierungsansatz. Dann haben wir hier das MACD. Da fehlt mir noch eine 4-Stunden-Einheit, um zu sagen, okay, das wird ein bisschen positiver. Wir haben hier, und für mich ist das ein Doji, ein sogenannter Long-Leg-Doji. Das ist diese Geschichte hier. Ja, da weiß man nicht so genau, was passiert. Eine sehr, sehr große, muss ich auch sagen.
Das Hoch war 15.871 und das Low 15.741 im 4-Stunden-Bereich. So, aber nochmal, das hier oben dreht runter. Das ist für mich auch eher kurzfristig ein positives Signal, dass wir die 16.000 uns nochmal holen sollten. Idealerweise bis mindestens 16.030. Wenn wir drüber gehen, sagen wir mal 30 Punkte drüber gehen und mit einem 1-Stunden-Gehr zu schließen, wäre das sogar schon wieder positiv. Dann wären wir nämlich über 16.060. Das muss er beweisen. Aber kurzfristig ist das für mich jetzt hier kein Short. Gucken wir nochmal auf die Stunde. Die Stunde. Hat hier schon unten gedreht, hat ein Kaufsignal gegeben. Das ist kein Hammer. Wir sind aus dem Band raus, wir sind ins Band rein, ist positiv. Positiv auch über die traditionelle Sichtweise, positiv über die moderne Sichtweise. Das sieht auf Stundensicht auch ganz gut aus. Und hier sieht man diese 16.023, 16.030, sieht man hier nochmal ein bisschen deutlicher. Also ich finde, der hat jetzt eher kurzfristig etwas mehr Potenzial als Risiko. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Es ist der Mittwoch. Ja, Mittwoch sind die Hebel ein bisschen höher. Also die 55er Hebel ist nicht jedermanns Sache, gebe ich zu, aber ich sehe keinen Grund, warum ich den tiefer nehmen soll. Ich habe hier einen 15.605er, da muss ich den Chart ein bisschen zusammenknüllen. Der ist hier unten drunter. Vielleicht zeige ich es am besten nochmal über den Tageschart. Damit liege ich hier, da wo der Pfeil ist. Ich liege unter dem Band, ich liege unter diesem ganzen Cluster, was wir hier ausgearbeitet haben. Ich finde, der Abstand ist in Ordnung und ich habe genügend Zeit, wenn wir das Cluster unterbieten. Unterbieten wäre so bei 15.675, den zu stoppen. Das ist ein 55er Hebel mit der Kennnummer GX33YK. Und als Put habe ich mir einen 16.140er ausgesucht. Da sind wir also knapp hinter der 10-Tage-Linie. Und der hat einen 50er Hebel und die Kennnummer GX3X5Z. Beide kommen auf die Watchlist. Wenn ich jetzt der Meinung bin, und das möchte ich gerne morgen früh, das ist halt das Problem mit diesem Turkey Thursday, wenn da nichts kommt, das wird schwierig. Ja, dann wird es also, dann sitzt man den ganzen Tag vor dem Computer und es passiert einfach nichts. Trotzdem, ich tendiere dazu, den zu kaufen. Kann ich auch jetzt noch machen. Aber den Put, da warte ich, bis wir an der 16.000, sagen wir mal 30, 35 sind. Da muss ich es anschauen. Wenn der jetzt hier so ganz langsam da hoch meandert, dann kommt er ins Spiel, vorher noch nicht, aber ich will ihn auf der Watchlist haben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.